Wer einen zuverlässigen, agilen und futuristischen E-Scooter braucht, ich meine, guckt euch den mal bitte an, der sollte sich mal den Street Booster 2 mit Straßenzulassung angucken. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Move Hildesheim, die mir den E-Scooter für einen gewissen Zeitraum zum Testen geschickt haben. Aber mehr dazu am Ende. Bevor ich euch den abnehmbaren Akku und andere coole Features vorstelle, gucken wir uns erstmal an, was man neben dem E-Scooter in der Verpackung noch dazu bekommt. In der Verpackung bekommt man eine Zubehörbox, in der sich unter anderem der Schlüssel für das Akkufach, ein Ladegerät und andere Kleinigkeiten befinden. Das war's aber nicht, denn neben der Zubehörbox bekommt man noch einen Kettenschloss sowie eine Handyhalterung dazu. Durch das einmalige Drücken auf die Steuertaste ist der E-Scooter nun bereit, euch überall hinzubringen, wo ihr möchtet. Durch ein weiteres Drücken auf die Steuertaste gehen die Lichter vorne und hinten an. Da das Licht unten am E-Scooter eingebracht ist, ist die Straße vor euch sehr gut ausgeleuchtet und man sieht alles. Ganz oben auf dem Tacho kann man jede Menge Funktionen des E-Scooters einstellen und die Geschwindigkeit sowie den Batteriestand ablesen. Ein Kritikpunkt an der Stelle: wenn die Sonne direkt auf dem Tacho scheint, dann kann man gar nichts ablesen. Neben dem Tacho hat der E-Scooter aber auch eine App, wo man sogar noch mehr Infos zum Gerät bekommt. In der App hat man zum Beispiel zusätzlich die Möglichkeit, den E-Scooter nach dem Abstellen zu sperren. Die App gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Bei eurem Kauf stehen euch insgesamt 3 Farben zur Auswahl, einmal grün, schwarz und weiß. Ich hätte mir mehr Farben gewünscht, aber am Ende verrate ich euch noch, wie man coole Farbkombis wie diese hier hinbekommt. Insgesamt ist aber das Design des Street Boosters 2 sehr minimalistisch, clean und hochwertig gehalten. Bei dem Aufbau des Fahrzeugs wurde echt viel mitgedacht, denn alles sieht so rund und schlüssig aus. Der Hersteller gibt die Reichweite mit 33 km Echtreichweite an, das heißt, das sind keine Laborwerte, sondern Werte, welche im Alltag gemessen wurden. Ich habe es natürlich auch getestet und bin bei meinem Test auf ca. 30 km gekommen. Das ist ordentlich, aber die Reichweite hängt von vielen Faktoren ab. Wenn man zum Beispiel in der Stadt fährt, dann kommt man auf seine 33 Kilometer, denn der E-Scooter wird nicht krass beansprucht. Aber wenn man viele Steigungen auf seinem Weg hat, dann nimmt die Reichweite auch etwas ab. Durch den Hinterradantrieb hat man eine Dauerleistung von 450 Watt und eine Spitzenleistung von 700 Watt. Damit erreicht man ganz schnell die maximale Geschwindigkeit von 22 km/h. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das möglich ist und warum das nicht 20 km/h sind, das liegt daran, dass der Gesetzgeber 20 km/h plus bis zu 10% Toleranz erlaubt. Und dies nutzt Street Booster aus und hat somit eine maximale Geschwindigkeit von 22 km/h. Ich habe den Street Booster 2 ausführlich getestet und es an vielen Orten und Gehwege benutzt. Wie man hier sehr gut sehen kann, kommt der E-Scooter problemlos den Hügel hoch und das mit 19 km/h durchschnittlich. Die Reifen sind schlauchlos, aber luftgefüllt und das merkt man sehr gut auf Unebenheiten. Man kann einigermaßen komfortabel über Pflastersteine oder andere Begebenheiten fahren. Insgesamt lässt sich der E-Scooter sehr gut fahren. Ich hatte wirklich gar keine Probleme im Alltag. Und was ich an diesem Fahrzeug extrem liebe, ist die Beschleunigung. Man ist in wenigen Sekunden bei 22 km/h und dadurch macht das Fahren extra viel Spaß. Nachdem man seine Reichweite von 33 km aufgebraucht hat, kann man ganz einfach den Akku wechseln. Das heißt, wenn ihr ein weiteres 2,3 kg schwere Batterie im Rucksack habt, dann könnt ihr eine Strecke von über 65 km damit hinterlegen. Das modulare Akkusystem ist aber auch vorteilhaft, wenn man den E-Scooter nicht mitnehmen kann, aber ihn trotzdem aufladen möchte. Das ist wirklich ein Pluspunkt. Falls ihr mal aber genug habt vom Fahren und zum Beispiel die Öffis benutzen möchtet, dann könnt ihr ganz einfach den E-Scooter das zusammenklappen und mitnehmen. Kommen wir mal zum Fazit. Wer einen zuverlässigen und robusten E-Scooter braucht, den kann ich den Street Booster 2 empfehlen. Es ist sehr komfortabel damit zu fahren und viel besser als ein Auto oder Fahrrad, wenn man in der Stadt wohnt. Der Preis beträgt 899 Euro, das ist eine Stange Geld. Wer aber auf Qualität und Langfristigkeit sitzt, der macht mit dem Street Booster 2 alles richtig. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr euren E-Scooter mehrere Farben wie diese hier zum Beispiel verpassen könnt. Auf der Webseite wemove.de oder in der Hildesheimer Innenstadt bei Wemove könnt ihr euch E-Scooter und ähnliche Fahrzeuge eurer Wahl kaufen und es auch personalisieren. Vor Ort haben sie eine Werkstatt und Personal, welche euch helfen können, falls ihr ein Problem habt oder Beratung braucht. Ohne Wemove wäre das Video nicht möglich gewesen, deswegen checkt sie gerne ab und besucht den Shop, falls ihr die Möglichkeit habt.